Noch sind Radfahrer sehr spärlich unterwegs, das soll aber bald anders werden. Bruck an der Mur fährt Rad. Ist nicht nur eine Überschrift, sondern konkrete Maßnahmen wurden auf der am 20. April stattgefundenen Pressekonferenz, wo Landeshauptmann Stellvertreter Lang, Bürgermeister Koch und Bernd Bittner von der Baubezirksleitung teilgenommen haben, den Pressevertretern vorgestellt. Gesund, preiswert im Trend, schonend für die Umwelt und nahezu immer mobil, das alles kann Radfahren, vor allem im Alltag. 2022 sind daher zahlreiche infrastrukturelle Maßnahmen in der Kornmesserstadt geplant. 900.000 Euro sollen in diesem Jahr dafür aufgewendet werden. Herr Bürgermeister, Projekt Rad steht in Bruck auf guten Beinen? Steht auf guten Beinen oder fährt auf guten Rädern. Der Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, der Toni Lang, hat ein Konzept gestartet, ein Projekt vor einigen Jahren, wo es darum geht, auch das Umsteigen auf das Radfahren zu ermöglichen, nämlich für innerstädtische Wege, nämlich bis 5 Kilometer. Und da gibt es ein Radverkehrskonzept. Wir haben jetzt die Hauptrouten definiert und heuer geht es los mit einigen ganz konkreten Maßnahmen, die die Radfahrer unterstützen sollen. Wir wollen da ein bisschen einen besseren Mix zwischen Radfahrern, Autofahrern und öffentlichem Verkehr. In Bezug auf Radfahren in Bruck gibt es Bedenken in der Bevölkerung im Bereich Herzog-Ernst-Gasse. Weiß man da schon mehr? Da sagen alle Experten, dass das möglich ist. Es gibt eine neue Richtlinie, da schauen wir uns das noch einmal an. Ich bin davon überzeugt, dass es da eine gute Lösung geben wird. Also wenn es eine Lösung gibt, dann kann es nur die sicherste Lösung sein, die möglich ist. Und ich bitte aber auch die Bruckerinnen und Brucker, die ein bisschen skeptisch sind möglicherweise. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass das gegen die Einbahnfahrt nicht so das Richtige ist, nicht so gern ausgehen. Bitte ich auch um ein bisschen Geduld und gebt es dem eine Chance. Ich glaube, das wird auch eine gute Verbindung direkt zum Hauptbahnhof. 2016 hat Lang in der Steiermark das Radverkehrskonzept bereits vorgeschlagen. Ja, die Radverkehrsstrategie, die wir 2016 im Landtag beschlossen haben, geht voll auf. Wir haben also derzeit 24 Großprojekte laufen in der Steiermark mit einem Volumen von 250 Millionen Euro. Gemeinsam mit unseren Gemeinden und Städten werden wir das in den nächsten Jahren umsetzen. Radverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil insgesamt in der Mobilität in der Steiermark und mit dieser Umsetzung dieser ganzen Strategien gelingt es also hier wirklich den Alltagsradverkehr und um das geht es mir heute entsprechend in der Steiermark zu platzieren. Bernd Bittner, Leiter des Referats Straßenbau Verkehrswesen in der Obersteiermark. Wie sehen Sie die Chancen, dieses Radverkehrskonzept umzusetzen? Die Chancen sind gegeben, Chancen sind da für die Stadtgemeinde und für die Stadt Bruck an der Mur. Man muss vordenken, 20 Jahre, wie entwickelt sich die Mobilität oder die sanfte Mobilität. ÖV ist ein großes Schlagwort, S-Bahn und auch der Radverkehr. Der wird sich sehr, sehr entwickeln in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Auch eine Radwegbrücke auf die Murinsel ist angedacht. Wie lässt sich das realisieren? Westbrücke wäre für uns als Radfahrer und für mich als Radfahrer- und Fußgängerbrücke eine gute Sache. Natürlich hängt es ab von der Möglichkeit der Finanzierung. Wir werden uns einmal anschauen, wie könnten wir sowas umsetzen, vielleicht auch als eine Versorgungsbrücke für mögliche Fernwärmeausbau. Und ich glaube, da könnte uns auch in der Kombination was wirklich Gutes gelingen, weil dann auch die Leute, die mit dem Radl fahren und nach Graz möglicherweise fahren, dann ein bisschen durch die Innenstadt fahren und auch für die hin und wieder vorbeiradeln am Bruck, das ist eine tolle Möglichkeit, diese schöne Stadt kennenzulernen. Noch ein wichtiger Hinweis, am Freitag, den 29. April, findet auf dem Kolomon-Wallisch-Platz eine Mobilitätsaktion statt. Sie sind eingeladen, mit dem Rad vorbeizuschauen. Der Frühling hat Einzug in die Steiermark gehalten und viele denken mit großer Freude ans Garteln. Jetzt ist nämlich die beste Zeit, um seinen Garten auf Vordermann zu bringen und alles in den buntesten Farben erblühen zu lassen. Die Gartenwelt Schacherl in Bruck an der Mur hilft ihnen dabei und startet mit den Tagen der offenen Tür in die Gartensaison. Und da haben wir natürlich auf das gesamte Sortiment die -10%. Die Auswahl ist groß und es ist für jeden etwas dabei. Ja, von den Balkon
Blumen angefangen, über Beetblumen. Wir haben einen riesengroßen Freiverkauf, Gemüsegarten, das ist ganz, ganz wichtig, die Samen, die Salatpflanzen, Gewürze geht voll im Trend, also eigentlich ein riesengroßes Sortiment auf 6000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und die Gartenwelt Schacherl hilft den Gärtnern auch sparen in den nächsten Wochen. Ja, es gibt natürlich die Preisaktionen und die 10%. Die kann man sich auf alle Fälle in dem Zeitraum sparen. Beste Beratung und vor allem die Riesenauswahl sind Markenzeichen des Unternehmens. Die Gartenwelt Schacherl freut sich auf Ihren Besuch und hat für Sie auch an den Sonntagen und am 1. Mai geöffnet. Das Oldtimer-Club-Wirtshaus Wurmerl ladet Sie zum Oldtimer-Auftakt recht herzlich ein. Wo? Parkplatz Eurospar Kapfenberg. Am 24. April 2022 ab 9 Uhr geht's los. Für Musik und Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt. Grüß euch, jetzt ist wieder die Zeit, dass man was unternimmt. Heuer haben wir am 24. April den Oldtimer-Frühschoppen, diesmal beim Eurospar in Kapfenberg, nahe Baumhof. Und wir werden schauen, dass wir wirklich ein schönes Wetter haben. Wir rechnen mit einer großen Teilnehmerzahl. Und dann werden wir das gut umbringen. Und was ist in diesem Jahr noch alles geplant? Heuer im Sommer werden wir natürlich auch einige Veranstaltungen machen. Im Juli gibt es ein Sommerfest am Dorfplatz bei Schlug. Am 21. August gibt es das nächste Oldtimer-Treffen. Heuer, sag ich mal, in einer kleineren Form. Heuer gibt es nur einen Tag und eigentlich ein bisschen kleiner als für die letzten Jahre. Und dann gibt es noch die Weißwurstparty und einige Bauern Silvester, einige Veranstaltungen heute. Na, wer sagt's denn? Der Wurmerlwirt gibt kräftig Gas am 24. April zum Oldtimer-Auftakt am Eurospar-Parkplatz Kapfenberg um 9 Uhr. Aber da ist noch etwas Wichtiges. Der Oldtimer Club und Wurmerlwirt wünscht allen ein schönes Osterfest.